Cool. Stadtnerz. Was sagst du? Oh Gott! There's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Nimm den Helm ab. Ja, können wir kurz aus dem Gespräch raus und nochmal rein? Ja. Gib mir eine Sekunde. Ja, wir müssen es alle ja machen, ne? Ich muss das ja bei ihr. Wie ging das denn? Tab dann auf. Nee, nicht Tab. Denn doch unten auf Lagergefährten unten links. Ach, unten links. Rechts geguckt. Ich nehme mir den einfach mal ab. Oh. Sie läuft ja jetzt eh nicht mit. Ja, oh, sie aber. Hat weiße Haare. Ja, sie sieht anders aus. Sie hat weiße Haare. Be honest. What do you think of the new look? Wunderschön. Also ich meine, es passt sehr gut. Das ist halt. Wo hast du das Wasser doch Peroxid her? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Mehr Kommentare gibt's kommt das jetzt? Okay. Ja, kommt das jetzt daher, weil wir den Helm abgenommen haben? Hätte wir sind das offensichtlich nicht gefragt? I don't know. Das wäre cool. I haven't even dared to use the more benign forms of illicit powers. Do you really think I'm eager to jump to the next step? Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Vertraut mir! Und es wird euch gefallen, was man damit alles anstellen kann. Lisa, hängst du an deiner Beziehung? Du bekommst bei mir keinen Bonus. Ich habe ein paar Inspirationen gesammelt. Ah. Oh, du Schande. Sehr gut überzeugt. Gib mir eine Inspiration. Als Paar teilt man alles. Fine. I truly hope you're right about this. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Tentakelfreundin. Yes. Wer wünscht sich das nicht? Ob die anderen ob jetzt alle was zu erzählen haben? Denn die werden bestimmt alle darauf reagieren irgendwie. Alle eine Meinung dazu haben, ja. Nein. Ja, Astarion sagt nichts. Gail sagt nichts. Ich frage mal, was bei Astarion los ist. Oh, we have a new look for a new Shadow Heart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Hat er recht. Da hat er aber recht. Ich will über die astral berührte Larve reden. Don't look at me like that. I know what you're going to say. The answer is no. No. Oh, wenn selbst Astarion dagegen ist. So gar nicht eure Art auf neue Macht zu verzichten. Ich sehe ja cool aus. That was before I knew the cost. Before I knew it meant transforming into some grotesque beast. Ich finde nicht, dass wir grotesk aussehen. How it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. Ich sag mal so, eure Transformation ist zu Ende. Das ist doch gut so. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken over.
Also gut. Ich finde vor allen Dingen besonders gut. Ganz kurz, warte mal. Warte, ganz kurz. Hm. Ich finde mich, man sieht, da, ich finde das total toll, wie dein Gesicht halt auch durch das Auge, durch die Zwei-Augen-Variante, ja, die das so unfassbar asymmetrisch ist mit dem Tattoo am Hals und alles. Das ja. Ja. Aber mein schönes so grünes Auge ist jetzt auch fort, ne? Ja. Naja. If we master the temples, it will be different. But right now, that mastery depends on an illithid and its githyanki slave. Ich hab doch gesagt, ich frage nicht mehr. Don't ask me again. Ich hab doch gesagt, ich frage nicht mehr. Wir reden doch einfach nicht mehr mit dir, Astarion. Was hältst du davon? Mann. Okay, wo ist der Ausgang? Lager verlassen. Oh. Dann Waffen. Erstmal wird geladen. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will ein Returnament spielen. Oh, verlasse den zweiten Akt, weil das Tor ist ganz nah. Ein Achievement dafür, dass wir die Elitiden angenommen haben? Vielleicht, wenn wir uns voll verwandeln. Bin ich dafür? Ich höre Schritte. Ich höre Flügel flattern. Ich mag, wie wir durch die Zauber nichts mehr verstehen, was die Leute sagen. Bora, du bist auch dafür, dass du mit den Tidenlarven macht, ne? Du würdest die auch annehmen. Wir beide würden die zusammen annehmen. Mein kleiner Tentakelhund. Ich weiß, was ich Dali fragen muss. Oh mein Gott. Was denn? Lieg und Sieg! Ich wollte nur gucken, ob man hier abkürzen kann und schon rüberfliegen kann. Hier sind sorgfältige Stiefel und Rucksäcke, an der jemand vorbeiläuft. Ja. Sind die rot? Excuse me. I can't find my mom. Are you my mommy? Don't even. wie heißt du? Jenna. My cat is Grub. He's shy. I'm not. My mom is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Oh. Oh. Was, ein paar Bärenkräuter für so einen Krieg beschwören? Ja, why not? Aus seiner Tasche holen. Oh, wow, thank you. Mom loved food like this. Das ist komische Übersetzung. Simple is best. Ja, beschwören ist komisch. I'll look for her. Wieso, er kann doch gut Babys beschwören. Ja. Oh, als Rede. Du kannst doch Druidcraft. Das. Oh. Wait, aber wir können jetzt nicht helfen. Ich meine, wir alle wissen, dass sie tot ist. Ja, die wird nicht wiederkommen. Alter, Cutter. Was denn? Du hast einen Rucksack übersehen mit einem überlegenen Heiltrank. Sieht dir gar nicht ähnlich. Kaum hast du Tentakel. Bist du dir zu gut, um Sachen zu looten, oder was? Ja, natürlich. Außerdem habe ich gerade nur eine Pfote, weil ich hier eine sehr, 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 sehr fordernde Nase neben mir habe. Oh Gott, haben wir jetzt hier die ganze Stadt vor uns? Ach, das macht ihr mal. Wir werden nie fertig, wenn wir mit allen reden. Jetzt geil. Weißt du, warum nochmal 100 Folgen kommen sollen. Hallo. Ist fein. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. Oh. Irgendwo müssen die 280 Mitarbeiter ja mitgearbeitet haben, ne? Then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Okay. Kannst du mit den Hühnern reden? Die wichtigen Fragen angestellt. Oh, sind weggeflogen. Can't talk. Sorry. The little one needs all of my attention.
Ach gut. Was hat der Little One? Nearly there now. You can see the city. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? So ja. Hand. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Turn back, citizen. No passage in this direction. Guck mir ins Gesicht. Entscheide, ob du wirklich mir. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists and a few of our own as well. Ich kann mit denen reden. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Ich weiß auch gar nicht, was ihr hattet. Du siehst so vertrauenserweckend aus. Ja, ne? A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Ich frage mich ja, wie wir hier hingekommen sind, ohne der Armee zu begegnen. Durch das Portal. Wir sind gut. Wer ist das? Der hat einen lustigen Namen. I'm not paid to talk. Klingklong! Klingklong. Klingklong klingt wie so ein. Ne, ich hab mir einen Barbaren erstellt, der heißt Klingklong. Ja, wirklich. Wirklich. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Spielercharakter. Vielleicht ist das einer. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Das dritte gut, ne? I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Ey, ich würde sagen, da redet wieder der Richtige. Ich meine, ja. Euer Haus nimmt natürlich schon so viel Land, da könnt ihr euer Platz Gewicht noch teilen. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy is begging to get smacked. Da reden die richtig. Ja. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. Villain-Arc, würde ich mal sagen. Na, aber das ist wieder dieses Ding. Ich meine, ist das böse? Also ist das nicht eher einfach so dieses chaotisch Gute, du hast deinen eigenen Kompass von Moral und handelst danach? Der ist ja aber nicht per se böse, der Moralkompass hier. Also ich fühle mich plötzlich so, als ist das eine gute Entscheidung. Das hier? Auch. Ja, ne? Überzeugungswurf gelungen. Dann sind wir uns ja einig. Oh, wenn 20. Ich bin leider zu weit weg. Ich bin gar nicht da. Ach, ja. Guck mal. Perfekt. Wo kommen die 4 plus 4 her? Plus 1 Charisma und Führung. Ah. Fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. Well. Respect your hustle, sweetheart. But it won't work on me. You've stepped on the guild's toes. And we'd like a little something to make it better. Welche Gilde? The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Oh, die Gilde. Vielleicht sollte man sich mit denen nicht. In Ordnung, verstehe, wie viel. Ja, sonst was. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Oh Gott. Na, Kampfangriff. Lass mal alle rein, Dolan. Ich finde, viele Optionen sind eigentlich sehr gut. Bevor du das machst, warte mal, bevor du drückst. Ich geh mal kurz raus und komm mal näher an dich ran, dann kann ich dich beobachten. Ja, warte mal, wo seid ihr denn?
Ach, da unten. Ich bin ganz woanders. Ich bin schon auf einer. Bleib mal einen Schritt weg, damit ich zur Not Distanz habe, falls wir kämpfen. Ja, ich bin wieder drin im Dialog. Bin auch da. So sieht aus, was du machen möchtest. Du hast dein Charakter, du hast deine Wahl. Und unsere Unterstützung. Also ich habe erstmal einen Avatar von Mirko besiegt, das schaffe ich auch schon mit längs. 10. Warum wartest du nicht, bis ich dich inspiriert habe? Oh, das ist trotzdem schon ein paar inspiriert. Ja, aber es war noch nicht drin hier. Nee, kann ich auch gar nicht, hä? Oh. Lässt er mich nicht. Plus 6. You're serious. Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. Die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Ach, hast du 100 Erfahrungspunkte? Ja. Oh. Das wäre ein guter Kampf geworden. Mitten in der Stadt. Ja. Mhm. Das ist ein Karawanenochse, mit denen können wir bestimmt auch reden. Ich würde mich interessieren, wem ich da eigentlich geholfen habe. Ups. Ja, mach die Tür zu. Stop, Ben. Not quite sure why you stood up for us like that. But I won't say I'm not grateful. Bauchgefühl. Thanks. I may Torm keep you. Wie seid ihr hier gelandet? Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? Nein. Ich sehe die Option schon wieder nicht, das ist auch bescheuert. Eins ist, niemand sagt euch, dass ihr gehen sollt, ihr könnt bleiben. Zwei ist, ich bin nicht an ruseligen Geschichten interessiert. Drei ist, weggehen. Okay. We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing around. Thank you. And may Torm keep you. Nicht zu danken. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. Er hat gerade gesagt, nicht zu danken. Oh, gesiegte Gastfreundschaft. Oh, 170 Erfahrungspunkte. Meine Güte. Ja gut, man muss ja auch irgendwie für auf Level 11 kommen, ne? Auch wieder wahr. Warum versteckst du dich? Hm? Das verstehst du. Nix. Aber ja, warum? Wahrnehmung erfolgreich. Kannst du mal die Tür zumachen? Okay. Ich möchte ja nicht, dass jemand sieht, wie ich hier Sachen aufbreche. Ah. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Bescheid? Hast du eine Luke in den Keller aufgemacht? Okay. Eine versteckte Luke in den Keller? Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between that trollop's eyes. Ja, natürlich. Oh. Ja. Das heißt, da ist ein Ort, wo wir hingehen sollten? Ich meine, das ist auf jeden Fall ein Ort, ne? Sie, Luke, gar nicht. Ah. Mal gucken, was da so wartet, ne? Ach, die Tür hinter dir zu, die ist auch rot, die Luke. Wahrnehmung fehlgeschlagen, zweimal. Oh Gott. Ich rieche Fallen. Ich sehe die Luke auch nicht. Echt nicht? Ach, da. Hier ist ein bisschen versteckt. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Naja, viermal. Läuft bei uns. Fehlgeschlagen. Ja. Weil wir sind ja hier sehr secretive unterwegs, ne? Ja, sind wir. Warum? Einmal nicht. Sehr gut. Okay, also ich vermute, die Wahrnehmung ist für die Truhe. Die ist bestimmt in der Falle. Bestimmt oder auch nicht. Vielleicht auch für Boden fallen. Oh Gott. Okay. Manipuliertes Feuerwerk. Hier ist alles voller Fässer.
Oh. Okay, das ist ein Feuerwerkslager. Oh Gott, hier sind doch... vielleicht... Ich hab... Ja? Vielleicht sollten wir nicht hier sein. Aber andererseits, wenn das so gut gesichert ist... Aber Loot. Ja. Ich hätte ja die Überlegung, dass wir einfach rüberfliegen, weil wir dann garantiert nichts berühren. Weil wir ja fliegen. Meinst du nicht? I don't know. Just in case. Wie sehr hasst ihr mich? Ich mag dich eigentlich ganz gern. Hier ist nichts passiert, cool! Da geht's nicht lang, würde ich sagen. Mach ja schon so schnell ich kann. Kann immer nur eins auf einmal. Gott! Klick schon durch hier. Ich habe eigentlich garantiert immer einen Erfolg, ziemlich sicher. Aber wenn ich keine Eins würfel. Ich habe plus 7. Auf jeden Fall drin. Und 10 brauche ich. Und ich würfel immer mit Vorteil. Naja. Man kann ihn angreifen, den Bären. Den Bären? Man kann theoretisch alles angreifen, ja. Das ist auch wieder wahr. Wir kommen hier die ganze Zeit Woklims. Ich weiß nicht, was das ist. 10 Woklims. 3 bis 18 Feuerschaden. Schickt eine kleine Rakete auf einen Gegner, deren Detonation das Ziel trifft und ihm sprühende Farben zufügt. Weil ich cool. Das Feuerwerk hier entschärfe. Hier ist eine kaputte Laute. Möchtest du die? Nein. Schade. Hier sind alle Instrumente einmal in dem Keller. Da hinten war auch eine Geige und... Ja. Oh oh. Was denn? Ich habe die Truhe nicht entschärft gekriegt. Nehmen wir eine Information. Nehmen Sie. Ja, das müsste reichen. Besser. Das erklärt, warum oben ein Fallenentschärferwerkzeug lag. Eins für den ganzen Keller. Was haben wir hier? 254 Gold und ein Erpresserbrief. Mhm. Afu, das Paket wartet noch immer bei Felogir auf euch. Wehe, ihr kommt wieder zu spät. Sonst fragen wir uns noch, ob ihr der Sache wirklich so treu dient, wie ihr es vorgebt. Holt es ab, steckt es in die Teddybären, spendet. Simpler geht es kaum. Wenn es morgen noch hier ist, stopfen wir euch damit aus. Wie ihr wisst, haben wir jede Menge davon. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity is compromised. Okay. Deswegen wollt ihr vielleicht nicht, dass hier Leute drin sind. Yep. Ja. Ich hatte Angst, dass so Leute wie hier kommen und rumschnüffeln. Seelen steh ich gar nicht. Eine Abhandlung. Deine Axt ist kaputt. Maglubiert, du bist in Not. Axten 2, Peitsche lasch, Priester tot. Wir nehmen dir dein Augenlicht. Stutzen so klein wie Goblin dich. Knie nieder vor der Absoluten. Betteln, flehen, winseln, bluten. Oh ja. Gott! Du kannst ja auch stehen lassen und kann wieder aus dem Raum gehen. Aber ich krieg ja Feuerwerkkörper, wenn ich die entschärfe. Achso. Kann ich auf Gegner feuern? Die machen bis zu 18 Schaden. Cool. Oh, den hab ich nicht geschafft. Ich hab einen Teddybären. Guck mal, was passiert, wenn ich es nicht schaffe. Feuerwerk! Feuerwerk! Ja, das war weniger spektakulär, als ich dachte. So, Teddybären habt ihr schon gefunden? Ich habe einen Teddybären gefunden. Einen unvollendeten Teddybären habe ich gefunden. Okay. Sind da Drogen drin? Ich kann nichts damit machen.
Es ist ein Teddybär, der wurde enthauptet. Innen sind einige mechanische Teile zu erkennen. Welch ein Spaß! Welch ein Spaß. Da. Hier ist noch ein Stockpferd. Oh, mein Vorteil ist weg beim Würfeln. Warum? Vielleicht, weil du ihn oft genug verwendet hast? Entschuldigung. Solange das ganze Lager hochgeht. Hab ich nicht. Ach so, das war, weil ich ein Dings hatte. Ah. Ja, never mind. Gut, dann. Jetzt wieder hoch, oder? Ich mag. Jackie, ich mag das. Könnt ihr zusammen auftreten? Jawoll! Ah. Ja, aber wir haben was über ihn rausgefunden. Hat sich gelohnt, dass wir reingegangen sind. Ja. Wollen wir mal mit demjenigen reden, der dafür zuständig ist? Wem gehört denn das aus hier? Afur. Ja, dem Typ, den ich verjagt habe. Hier oben ist übrigens eine verschlossene Tür. Das sind meine natürlichen Feinde. Weiß. Gehört. Jetzt ist mein Bonus wieder da. Ja. Ich hab gerade einen schon besiegen. Ja. Sehr schön. Tada. Auch gar nicht zum Beutel laufen, den hast du schon leer, bevor ich überhaupt da bin. Afur ist private Grübeleien. Chucky hat das Spiel verlassen. Warum machst du das, Chucky? 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 Ich glaube, Chucky ist tot. Ich glaube, Chucky hat einen Disconnect. Ich glaube auch. Es ist gut, dass Chucky nicht da ist, weil was ich jetzt vorlese, ist nicht für kleine Chucky-Ohren geeignet. Oh. Eine unvollendete Liebesgeschichte. Was? Handgeschrieben von Afur Gregorio, dessen Name unten auf jeder Seite steht. Ihr üppiger Busen flatterte wie die Fingern von Täubchen, streiften seine Nägel. Die äußersten Spitzen seines Schnurrbarts brachten sich in Halbachtstellung und das Feuer rührte sich hinter seinen Augen. Kein Zweifel. Es war Liebe. Liebe. Ach, die Liebe. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Er geriet ins Schwitzen, als er darüber nachdachte, über die anmutige, ausdauernde, aufblühende Erhabenheit des Ganzen. Die zeitlose, atemlose, schwerelose, schien ausgelassene Freude des Ganzen. Da bin ich schon so ein bisschen geil, ne? Ich habe hier prächtige Klamotten und ein Schlangen... Oh Gott, ich habe so gute Klamotten hier gefunden. Endlich kannst du dir mal was anziehen. Endlich bessere Klamotten hier. Schade, ich finde es so schade, dass man den Hut nicht einfach so... Das ist ein Schlangenlederhut. Ja, wenn man den Hut als... Wenn man noch so einen Deko-Slot hätte, wo man die Sachen einfach reinpacken kann, ne? Ja. Das wäre nice. Auf jeden Fall sind meine vagabunden Klamotten jetzt endlich mal vorbei. Ich bin Level 10, jetzt wird mal Zeit für richtige Klamotten. Ja, das wird auch mal Zeit. Und Chucky, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Sehr gut. Wir hatten dich kurz verloren. Ich hab's mitbekommen, ja. Ach, wir haben dich wiedergefunden. Aber Katha hat währenddessen nur Pornos vorgelesen. Im Discord bin ich rausgeflogen, keine Ahnung, was das war. Ach, im Spiel bist du rausgeflogen. Im Discord bin ich nicht rausgeflogen, sag ich. Ach so. Aber hier haben wir dich auch nicht mehr gehört. Ja. Hab ich euch. Jetzt ist. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Ich glaube dir. Why not? Why not? Dann weiter? So viele NPCs. Ja. So viele NPCs hier, meine Güte. Man kann mit jedem reden. Ja, mit fast jedem. Ja. Ja. Zum Glück nicht mit jedem.
Also geht der andersrum aus? Nein. Achso, ja, ich bin bei Kardach und unserer Droiden. Ja. Ja. Weil hier ist offensichtlich Spaß. Komm mal. Wird auch Spaß. Schönen guten Tag. Das war ich nicht. Ich weiß. Aldarians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon, there'll be no room left for any of us true Baldarians. Make Baldur's Gate great again. Ich finde das letzte gut. Das ist auch gut. Excuse me? I was born inside the city walls. A Baldarian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. Okay. Lass mich mal mit dem reden, ich glaube da. Ja, genau, die Druiden, die. Gute Idee. Baldarians! Stand with me! Please just. The flaming fists are supposed to protect the... Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Oh, du kannst nur lügen. There'll be no room left for any of us true Baldarians. Also, ich glaube, ich überlasse das Lügen mit den Baden. Mein Typ wird verlangt? Ja. Das Lügen, da will jemand getäuscht werden. Please. Another visitor. Ja, guck mal, auch noch. Also nur zu eurer Information. Ich bin im Baldur. Ich finde das erste am besten. Baldur's Tor ist die vielfältigste Stadt in ganz Ferun. Wir sollten sie mit Stolz aufnehmen. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. Wow. Aber es gibt keinen richtig sozusagen hier. Naja. Ich habe ein paar Zauber, die also wären gerade richtig für ihn, aber. Das ist richtig. Gods. Not another protester. Go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese. Na dann. Was ist denn ein Andenken Hausierer? Ein Andenken Hausierer, der verkauft Andenken. Der geht runter. Und hausiert. I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they lack. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. And me, of course. Wie mildtätig von euch. Charity is a luxury. Fickle, occasional gestures from guilty hearts. I run a business. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you cannot eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Ich glaube, hier sollten wir die Zauber verwenden. Lars, ich glaube, das ist der, der deine Zauber braucht. Warum? Der hat doch ein normales Business hier. Ich weiß nicht, ob diese Aussagen so sarkastisch gemeint sind, wie sie da stehen. Eins zum Beispiel. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so gemeint, wie es da steht. Your point being? Ich glaube, das Eins ist sarkastisch. Ich glaube, das Eins ist sarkastisch.
Das ist doch nicht so zynisch gewesen. There is an enterprise within the city that I help to support. I know I said I wasn't given to charity, but this place is dear to my heart. I'd tell you more, but they value discretion above all, as do I. Wie hoch ist er denn über Tor? Okay. Oh Gott, 18. What? Ja. Plus 1, die eine 12. Ich glaube, das schaffen kann. Warum hast du denn so bekommen? Eine gute Wahl. Das wird schon angezeigt. Egal, du hast es geschafft. You're like a dog with a bone, aren't you? Perhaps you are cannier than I first gave credit to be. I have some very special wares reserved for exclusive clientele, but I think you've earned a peek. Okay. Ja, zeig mal. Das ist alles. Just a merchant. At least look at what's on offer before you embarrass yourself. Okay, okay. Hat er ein cooles. Haufen Schriftrollen. Damit kann ich auch dienen. Eine sehr seltene Kriegsaxt. Setan. Spirituelle Zweihandaxt. Okay. Ein Nymphenumhang. Oh. Person beherrschen 5. Grad Zauber. Was passiert im Hintergrund? Was? Im Hintergrund passiert was? Tumult, aber nichts Schlimmes. Was? Also Umhang wäre interessant, aber dann noch, wenn wir was von dem kaufen sollten. Die Frage, fehlt noch irgendjemand? Ich habe keinen guten Umhang, ja. Ja, dann nimm doch. Ja. Wieso, du hast doch, erhältst 8 temporäre Lebenspunkte, während du im Nahkampf Zauber gewirkt hast? Naja, aber ich tue selten im Nahkampf Zauber wirken. Ach so. Das ist ja was. Und die 8 TP bringen auch nicht mehr so viel, wenn du mir einen Schaden aus dem letzten Kampf angeguckt hast. Ja. So. Attention. Donations desperately needed for refugees. Every copper helps. Was? Was? Hast du was angeklickt, oder? Ich bin gerade wieder in dem Dialog mit unserer Droide. Was mit den Donations? Hast du das auch gehört? Ja, das war ich. Das war ich. Wer ist euer Lieferant? Trade secrets, but I can guarantee you that nothing I have to offer was stolen. It was all given happily and willingly. Every last item. Well done. Na dann, indeed. Ich habe auch noch ein bisschen was, was ich verkaufen kann. Ich gebe ihm das mal. Ich kann dir auch einfach, da werfe ich dir auch mal einfach gleich mein Inventar in den Hals. Jetzt muss ich erst das Gespräch mit ihm führen. Erfolg. Okay. So. Ja, wenn ihr was habt, schmeißt mal rüber. Ich versuche auch alles zu markieren. Das ist sehr nett. Das dauert noch echt lange. Nein, dann schieb's so rüber. Sortier einfach nach neuestem und gib das dann weg.
Scheiß auf sowas. Scheiß auf sowas. Oh, ein Gehirn. Erbemittel möchtest du bestimmt behalten. Was möchte ich behalten? Erbemittel. Ja. Total. Den Sprengstoff willst du weggeben? Ja. Also du kannst ihn gern behalten, wenn du möchtest. Ich werde ihn nicht nutzen. Das ist genau wie mein Feuerwerk. Halt mein Feuerwerk. Oh mein Gott. Bitte? Ich gehe 1000 Sachen gerade. Ich muss mein Inventar immer ein bisschen leer machen, weißt du? Oh, Schriftrollen. Ich habe halt 20.000 Schriftrollen hier. Was wiegt denn so viel bei mir? Leichenteile? Das ist kein Argument. Ach so, ich habe auch, wenn du einen Umhang brauchst, ich habe auch noch den Umhang der Elementarabsorption. So wäre einmal pro kurzer Rast Elementarschaden. Ja. Ja. Ich habe das Geld ausgegeben. Okay. Kann die Gesianki-Scheibe weg, oder? Welche Gesianki-Scheibe? Habe ich dir eine gegeben, aus Versehen? Nee, ich habe die mit dem Orpheus drauf mitgenommen, wo er gefesselt ist. Pack die sonst ins Lager, weil die sollten wir vielleicht aufheben. Okay. Ja. Alle durch, oder? I guess. Okay, dann geh ich raus. Das. Tultring klingt auch so ein Spielername. Einiges für Spielernamen. Don't pay me any mind now. I'm just trying to make sure everyone gets fed. Das ist ja sehr höflich. So. Wer hat die königlichen Befehle dahin geworfen? Ups. Ich weiß, ich wollte ihn ins Lager senden. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Wo fängt man hier an? Auch. Ich bin auch ein bisschen überfordert. Wir können ja mal mit Leuten reden, die wir kennen. Das sind Leute, die wir kennen? Oh. Kennen wir die? Pardon if my eyes are all saucer-like. You and me both. Anstatt die fast so groß ist wie ein großer Wald, das macht einen ganz nervös. I prefer cities to forests. Pull a con on a squirrel and all you get is nuts. Wait, I know you. You're the reason some of us got here in one piece. Thanks. And you're in luck, because we're having a special sale on some of the choice items I picked up on our way here. Fancy stuff. Wanna see? Sure. Would I try to fool a Sharpie like you? Have a look. Hat er uns jemals reingelegt? Nie, ich habe ganz tolle magische Gegenstände von dem, glaube ich. Ja. Ich glaube, er verkauft nicht wirklich das Neue. Er hat unseren ganzen alten Kram dabei, den wir schon verkauft haben. Sehr nett. Elixier der physischen Resistenz hat er. Nicht alles herstellen. Heilige Handseife. Ich glaube, die kaufe ich mal. Ja, kannst dich sauber machen, ja, wenn du zu blutig bist.